Abend und herzlich willkommen zum Pressetalk in RGCO Pressebox. Heute am Freitag, den 15.03. zum Playoff-Viertelfinal, Spiel Nummer 1 der Löwen Frankfurt gegen die Eispiraten Grimmitschau. Endergebnis 3:1 für die Löwen Frankfurt für 5031 Zuschauer. Ich begrüße ganz recht herzlich den Trainer der Eispiraten Grimmitschau, Danny Naut, und Trainer der Löwen Frankfurt, Matti Tilekain. Der Gast hat wie immer das erste Wort. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend und Congrats, Matti, für den Sieg. Ja, wie erwartet, das war ein schweres Spiel. Frankfurt ist nicht umsonst eine von den besten Mannschaften in der Liga. Wir haben die 1-0 kassiert, wo ein Spieler ist einfach durchmarschiert und selber seinen Nachschuss geholt. Das ist ein Fehler, das wir müssen vermeiden. Aber ja, im Spielverlauf, wir sind, glaube ich, besser und besser im Spiel gekommen. Die ersten 40 Minuten haben wir nur 7 Schüsse aufs Tor. Das ist einfach zu wenig. Wir müssen Wege finden, mehr Schüsse aufs Tor zu bringen und mehr Verkehr vor dem Torhüter. Letzte Drittel, ich bin zufrieden. Wir haben hart gearbeitet bis zum Ende. Der erste Sieg geht dann an Frankfurt und jetzt einfach Mut abwaschen und bereit sein für die Teil 2. Vielen Dank. Matti, your statement, please. Dankeschön und guten Abend. Yeah, I think we started very well. Of course, we want to start it very well. We have a little bit break on the games and we know that Grimmitschau have played 3 tough games. So, and how the fans take us in the first in the beginning of the game was so great. I think the team get a lot of energy on that. And first period, I think, was the best part of this game, though, on our game. And I think shorthanded, very good today. Power play, Grimmitschau was changing that power play, their PK in the last game, so they were much aggressive. So we have to find a little bit medicine about that we have a chance to get goals. And happy for the win, but you have to forget that's pretty fast, and the Sunday is coming pretty soon. So we have to be ready on that game. Thank you. Ich übersetze kurz. Matti hat gesagt, dass die Löwen gut ins Spiel gestartet sind und Grimmitschau ja auch noch 3 Spiele von der Pre-Playoff-Serie in den Knochen hatte und das natürlich den Löwen ein bisschen entgegenkam. Aber auch, dass vor allem im ersten Drittel auch die Unterstützung der Fans enorm gut war und dass der Mannschaft Energie gegeben hat und so eben dann auch die 2 Tore schießen konnte. Das Unterzahl hat heute sehr gut funktioniert auf Seiten der Löwen. Hingegen hat das Powerplay nicht so gut funktioniert. Dies hatte mit einer Umstellung von Grimmitschau zu tun, wo jetzt die Löwen für die nächsten Spiele Lösungen finden müssen. Und der Sieg war einfach wichtig und jetzt geht es darum, einfach auf das Spiel am Sonntag vorzubereiten. Gibt es Fragen seitens der Medien? Ja, both coaches, Danny, your team tried to avoid the mistakes. All in all, is this the way the series will go? Was hast du? Your team tried to avoid the mistake, a lot of mistakes. Yeah. Is this the way the series will go? Also die Frage ist, dass einige Fehler gemacht worden sind, ob das wie man das abstellen kann in den kommenden Spielen? Also ich glaube, man muss so viel wie möglich Fehler vermeiden. Und besonders Frankfurt hat eine Mannschaft, die diese Transition Game sehr stark ist. Und deswegen muss man hellwach bleiben und nicht zu viel nach vorne gehen. Einfach auf unsere Chancen ein bisschen warten. Und wenn da ist, dann kaltschnauzig es ausnutzen. Gibt es weitere Fragen? Dem ist nicht so. Dann noch die anderen Ergebnisse. Bietigheim gegen Dresden, da stand es jetzt eben aktuell noch 6:4, das Spiel läuft noch. Ravensburg gegen Bad Nauheim, auch da läuft das Spiel noch, da stand es aktuell 3:2. Lausitz gegen Kaufbeuren ist in der Overtime, da steht es 4:4. Und bei den Playdowns, die Tölzer Löwen unterliegen daheim gegen Freiburg 0:2 und die Bayreuth Tigers gegen Dengdorf lief eben auch noch das Spiel, da stand es 2:2. Das nächste Training ist am Samstag, den 16.03. um 13 Uhr. Das nächste Spiel ist dann am Sonntag um 17 Uhr in Grimmitschau, Spiel 2. Und das nächste Heimspiel ist dann nächste Woche Freitag am 22.03. um 19:30 gegen Grimmitschau. Unseren Gästen, safe trip home, gute Heimfahrt und Ihnen allen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.